Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Slammer. Der ist ein Um-die-Ecke-Denker und ein richtiger Knobler. Unser nächster Slammer, Christoph Sünderhauf, der ist ein richtiges Mathe-Ass. Mit 15 Jahren, da hat er bereits Mathe-Vorlesungen an der Uni besucht und hat sich auch gerne auf Mathe-Wettbewerben ausgetobt und damit Lösungsansätzen herumexperimentiert. In die Physik, da ist er dann nach dem Abitur so irgendwie reingerutscht. Tja, der Hauptgrund, Christoph interessiert sich brennend für eine Frage. Was hält eigentlich unsere Welt zusammen? Heutzutage, da ist er ein richtiger Vollblutphysiker. Sein Thema? Das Chaos. Ganz genau, das Quantenchaos. Damit beschäftigt er sich auch in seiner Forschung am Max-Planck-Institut in München-Garching. Tja, und nicht nur da. Auch im Alltag, da begegnet ihm das Quantenchaos immer wieder. Meine Damen und Herren, was steckt hinter und zwischen den Dingen? Haben Sie sich das auch schon gefragt? Ich wollte mich jedenfalls am Forschungsinstitut in München intensiv damit beschäftigen. Also brauchte ich eine Wohnung in München. Sie wissen, was das heißt. Zunächst kam ich bei einem Freund unter, auf der Couch, ging aber fleißig zu Wohnungsbesichtigungen. Eines Dienstagabends, so wie heute, flatterte ein Brief ins Haus. Schon am Kuvert erkannte ich, dass er von einem Makler stammte. Und ich war glücklich und habe mich gefreut und war voll Hoffnung, dass meine 8. Wohnungsbesichtigung endlich erfolgreich sein würde. Doch es kam, wie es musste. Eine Absage. Wutentbrannt zerriss ich den Brief, ja zerschredderte ihn regelhaft. Ein Teil fiel unter das Sofa, ein Teil unter den Fernseher. Und zunächst war die Schmach vergessen, doch natürlich hat es sich so an sich, am nächsten Tag tauchte ein Zettel von unter dem Fernseher wieder auf und man konnte einen Teil von der Information sehen. Am nächsten Tag tauchte der von unter dem Sofa auf und wieder, man konnte etwas von der Information sehen, wenn man jeden Zettel einzeln anguckt. Und so lief das die nächsten Tage weiter. Ende der Geschichte, mein Freund hat mich rausgeworfen, weil überall mein Müll rumlag. Und bis jetzt hat uns aber nichts mit Quantenphysik zu tun. Das ist ein völlig alltägliches Erlebnis. Also zumindest in München, aber ich habe gehört, auch zunehmend hier in Stuttgart. Um die Quantenphysik hinzuzufügen, gehen wir jetzt 10 Jahre in die Zukunft. Wir schreiben also das Jahr 2030. Der Flughafen in Berlin wird bald eröffnet. Und ich bin inzwischen renommierter Physikprofessor, international bekannt, aber beheimatet immer noch in München. Aber ich habe immer noch keine Wohnung gefunden. Ich wohne zurzeit zur Zwischenmiete, muss in 1,5 Wochen wieder raus. Und daher freue ich mich besonders darüber, als eines Dienstagabends wieder ein Brief ins Haus flattert. Schon am Kuvert erkenne ich, dass er von einem Makler stammt. Ich nehme ihn voll Freude in die Hand und hoffe, dass meine 2147. Wohnungsbesichtigung mir endlich eine Bleibe verschaffen wird. Doch, Sie erraten es schon, es kam, wie es musste. Eine Absage. Also wieder, Wut in Brand, zerriss ich den Brief in viele Teile. Doch diesmal schredderte ich ihn nicht bloß, sondern ich quantenschredderte ihn. Das Besondere am Quantenschreddern von diesen vielen, vielen Schnipseln ist, dass die vielen Schnipsel jetzt nicht unabhängig voneinander sind, sondern ein großer Quantenzustand sind. Und normalerweise sind Quantenzustände, vor allem große Quantenzustände, sehr, sehr fragile Objekte. Schon ein Hauch Wind oder ein einzelnes Staubkorn kann einen Quantenzustand völlig zerstören. Zum Glück bin ich jedoch theoretischer Physiker und deswegen sind solche praktischen Lappalien wie Wind oder Staub oder festsitzende Schrauben für mich irrelevant.
Es ist also kein Problem, dass ein Teil des Quantenzustands jetzt unter das Sofa fällt und das andere Teil des Quantenzustands unter den Fernseher. Und im Laufe der nächsten Tage tauchen die einzelnen Schnipsel wieder nacheinander auf. Zuerst von unterm Sofa, aber wenn ich den Schnipsel von unterm Sofa alleine angucke, dann sieht er leer aus. Am nächsten Tag genauso, der vom Fernseher, leer. Und an allen darauffolgenden Tagen, jeder Schnipsel einzeln, leer, leer, leer. Was ist passiert? Wo ist die Information aus dem Brief hin? Sie ist nicht weg. Quantenschreddern kann keine Information vernichten. Stattdessen ist die Information jetzt in der Verschränkung zwischen den Teilchen, weil die Teilchen nicht mehr unabhängig voneinander sind, sondern in einem großen Quantenzustand verbunden sind. Verschränkung ist merkwürdig. Wir haben vorhin schon gehört, dass Einstein nannte Verschränkung spukhafte Fernwirkung. Und das hier zeigt ganz klar, dass es ein bisschen komisch ist, weil es nicht so ist, wie wir es uns im Alltag vorstellen. Aber Verschränkung ist sehr real und extrem wichtig. Ich würde sogar sagen, und da stimmt mir jeder Physiker sicher zu, ein Grundpfeiler der Quantenphysik. Zum Beispiel auch, Spoiler Alert, Quantencomputer wären ohne Verschränkung völlig nutzlos. Okay, wie kann man sich das jetzt vorstellen, diesen großen verschränkten Quantenzustand? Dafür habe ich Ihnen hier dieses Diagramm mitgebracht. Und man sieht, dass die Information nicht auf den einzelnen Schnipseln liegt, sondern in der Verschränkung dazwischen. Konkret, wenn man sich jetzt einen Schnipsel einzeln anguckt, nur einen Schnipsel misst, dann sieht er leer aus. Aber wenn ich mehrere Schnipsel gleichzeitig messe, dann kann ich einen Teil von der Information wieder sehen und messen. Wenn ich im Extremfall den ganzen Quantenzustand auf einmal messe, dann sind alle Wörter aus dem Brief lesbar und sichtbar. Also Information verschwindet nicht, sie wird nur ordentlich geschreddert in die Verschränkung zwischen den Teilchen. So, wie kann ich jetzt diesen Brief Wutenbrand möglichst schnell quantenschreddern? Als Physiker weiß ich, ich jogge zur S-Bahn und fahre zum nächsten Weltraumbahnhof. Dort buche ich mich auf eine Kreuzfahrt zum nächsten schwarzen Loch. Das hier, das ist das erste Foto, was je von einem schwarzen Loch aufgenommen wurde. Es ist erst von letztem Jahr, also noch brandneu. Und Sie haben es sicherlich noch gut im Gedächtnis, weil das eigentlich in jeder Tageszeitung zu sehen war. Also jedenfalls bin ich ja mit diesem Brief unterwegs, weil ich ihn quantenschreddern will. Und am schwarzen Loch angekommen, werfe ich den Brief kurzerhand in das schwarze Loch. Denn als Physiker weiß ich, schwarze Löcher sind die schnellsten Quantenschredder, die es im Universum gibt. Warum sind schwarze Löcher so gute Quantenschredder? Gute Frage. Und als Physiker stelle ich mir genau die gleiche Frage. Mehr noch, wie schnell ist dieses Quantenschreddern genau? Wie läuft das Quantenschreddern im schwarzen Loch genau ab? Und damit beschäftige ich mich in meiner Forschung. Allerdings betrachte ich nicht direkt schwarze Löcher, sondern ich nutze stattdessen eine Methode namens Holographie, mit der man etwas Dreidimensionales mit etwas Zweidimensionalem in Verbindung setzen kann. Das klingt vielleicht erstmal kompliziert, aber das Prinzip kennt jeder von Ihnen. Das gibt es nämlich auch in Star Wars. Dort gibt es einen niedlichen kleinen Roboter, R2-D2, und einer seiner vielen Funktionen, oder sagen wir besser Fähigkeiten, ist, dass wenn man eine zweidimensionale Scheibe richtig einlegt, dann kann er ein dreidimensionales Bild projizieren und zeigen. Aber wenn man jetzt irgendetwas über dieses dreidimensionale Bild herausfinden möchte, dann kann man genauso gut auch diese zweidimensionale Scheibe untersuchen, weil sämtliche Informationen aus diesem dreidimensionalen Bild schon in der zweidimensionalen Scheibe enthalten ist. Und in der Physik haben wir jetzt genau das Gleiche. Wenn ich das Quantenschreddern in diesem dreidimensionalen schwarzen Loch untersuchen möchte, dann kann ich mich stattdessen auch mit Quantenschreddern in einer zweidimensionalen Quantentheorie beschäftigen. Der einzige Unterschied ist, dass es hier kein Roboter namens R2-D2 ist, sondern eine mathematische Theorie mit dem Namen ADS-CFT.
Damit beschäftige ich mich also, mit dem Quantenschreddern in dieser Quantentheorie. Wie sieht mein Alltag jetzt genau aus? Da habe ich Ihnen hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Um Ihnen das jetzt genauer zu erklären, das würde leider die 10 Minuten, die mir hier zur Verfügung stehen, sprengen. Da wären wir eher so bei 10 Semestern. Und so lange haben wir den Saal aber nicht gebucht. Deswegen erkläre ich Ihnen noch mal kurz, was Sie morgen beim Kaffee Ihren Freunden erzählen können. Und zwar haben Sie heute gelernt, dass der Quantenschredder viel, viel mächtiger ist als ein klassischer Schredder. Weil der Quantenschredder es nämlich vermag, die Information in die Verschränkung zwischen den Teilchen zu verstecken. Wenn man ein einzelnes Teilchen anguckt, dann sieht man nicht von der Information mehr. Dann, wenn Sie etwas quantenschreddern möchten, der schnellste Weg ist, Sie werfen es kurzerhand ins schwarze Loch. Und wieso das jetzt so gut ist, ins schwarze Loch werfen? Ganz abschließend ist das noch nicht geklärt, aber wir können das untersuchen und erforschen mit Hilfe von Holographie aus 3D mach 2D. Und zuletzt habe ich noch eine Bitte an Sie. Wenn Sie von einer Wohnung in München wissen oder jemanden kennen, der jemanden kennt, Sie wissen schon, dann rufen Sie mich bitte an. Danke.